Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt hier mittlerweile schon bei Folge 10, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Projekt Erfolgsjagd. Die Sonne geht ja gleich unter. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt warte, bis es soweit ist, dass ich nochmal schlafe. Oder nicht. Oder auf jeden Fall so untergehe, weil ich eh unterirdisch bin. Was habe ich denn jetzt gerade? Ich habe irgendeinen Sandstein, den brauche ich nicht. Den habe ich doppelt. Ein paar Fackeln kann ich mir gerade nochmal machen. Reicht mir das? Ah. Ich brauche eigentlich auch noch eine neue Spitzhacke. Dumm. Denn die andere sieht jetzt nicht mehr wirklich gesund aus. Aber wie gut, dass ich wieder nicht auf die Uhr geschaut habe. Und dann soll ich jetzt nochmal rechnen. So. Spitzhacke. Das belassen wir hier. Den nehmen wir noch mit. Irgendwo mein Bett. Ich hoffe, dass die Spinnen jetzt noch da sind. Ist auch selten, dass ich das mal sage, dass ich das hoffe. Das Problem ist, da wo die Spinnen sind, ist bestimmt auch noch jede Menge anderes Zeugs. Wo ist es, lass mich schlafen? Na. Ich sage immer, wenn man darauf wartet, ne? Dann dauert es und dauert. Wenn man aber eben nochmal schnell was zu Ende machen möchte. Dann ist es ratzfatz dunkel. Dann gucken wir doch noch mal. Ich höre hier immer noch Spinnen. Ich gucke jetzt aber tatsächlich mal. Oh, da ist noch Eisen, sehr schön. Okay, hier ist nichts. Na, das hat sich ja gelohnt. Wo ist denn diese blöde Spinne? Da kann ich noch die Kohle mitnehmen, das spare ich mir gerade. Ich suche jetzt die Spinne. Da ist noch ein Creeper. Seht ihr gerade gar nichts? Wo ist der Creeper hin? Ich würde da gerne Licht machen, aber ich komme da nicht ran. Vor allem, da ich jetzt ja gesehen habe, dass da ein Creeper ist, da ist auf jeden Fall die Spinne. Komm her. Komm. Du hast mich doch gesehen. Auch ein Skelett haben wir da auch noch. Sehr schön. Und ein Creeper. Ich hab euch doch hier so ein. Nee, kommt da gar nicht hoch. Kannst du jetzt kommen? Danke. Ja, komm. Du bist ein Krabbeltier, du kannst da doch dran lang. Ich kann da jetzt nicht weiter runter wegen diesem anderen Kram. Du musst schon zu mir kommen. Hä, was hast du denn für ein Problem, sag mal?
Das waren Spinnenfäden. Ich wusste es. Und wo ist jetzt der Rest hin, den ich da eben die ganze Zeit gesehen habe? Gerade ein bisschen umständlich, aber da ich nur weiß, dass er so ein blöder Creeper ist. Und da war auch ein Skelett eigentlich und. Oh, ich weiß gerade nicht wohin. Okay, dich habe ich schon mal wieder gefunden. Eisen. Okay, der Creeper ist da hinten. Machen wir hier erstmal zu. Da ist noch einer. Zwei, ja. Komm, ihr explodiert einfach weiter. Danke. Zu freundlich. Okay, hier ist nichts weiter. Kommt aber auch wahrscheinlich sobald erstmal nichts. Dann nehme ich jetzt hier noch das Eisen mit. Das sieht mittlerweile auch ganz gut aus. Wie viele Spinnenfäden waren das eigentlich? Zwei. Das müsste doch, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, eigentlich für eine Angel reichen. Die Frage ist, mache ich jetzt damit die Angel für den Fisch? Gerade keine Ahnung, ob man an eine gebrauchte Angel eine Karotte noch dran hängen kann. Das muss ich ausprobieren. Ich mache einfach einen Angelfisch, weil den muss ich dann braten. Ist dann auch noch ein Erfolg. So. Ja, sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede irgendwie. Ich sage, ich fühle mich in den Höhlen nicht wirklich wohl. Angespannt ohne Ende, auch wenn ich mich jetzt hier eigentlich abgesichert habe und hier eigentlich nichts weiter passieren kann. Kaputt. Ah, das ist ein gutes Zeichen. Und ich habe zwar noch eine zweite. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Ja. Da lang. Da lang. Da lang. Klappert's überall noch, also Skelette laufen auf jeden Fall noch genug rum. Sieht traumhaft schön hier aus. Okay, zurück. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr Cobblestone machen, damit ich mein super schönes Haus hier weiterbauen kann, ne? Naja, später. Deswegen, ich brauche nicht zwei Häuser, ein Haus, wie gesagt, für den Zaubertisch. Ein Haus möchte ich noch so ein kleines Lager machen und dann das Ganze, was hier so ist, in Ruhe einzäunen, damit ich dann auch die Dorfbewohner laufen lassen kann. Und die dann trotzdem sicher sind vor Zombies. Eisen. Eisen erstmal wieder in den Ofen.
Ich brauche die Angel. Brauche ich noch einen Stick. So. So. Brauche ich. Und. So. Sehr gut. Dann brauche ich hier noch eine Kartoffel. So ein Chaos. Ich steck da schon nicht mehr durch, das ist nicht gut. Also irgendeine Folge wird dann auch darauf hinauslaufen, dass ich einfach alles ein bisschen aufräume. Aber auch dafür brauche ich eigentlich erst das Material, damit ich mir mein Haus fürs Lager machen. Weil nicht, dass dann hier oben irgendwelche Creeper spawnen, die mir dann alles in die Luft jagen. Das muss ja nicht sein. So, ein paar Minuten habe ich noch. Vielleicht kriege ich ja was. Komm. Da kommt einer. Ich könnte natürlich jetzt einfach schon braten. Das reicht für den Erfolg. Aber ich fange vielleicht noch ein paar. Mal schauen. Vielleicht fange ich auch eine verzauberte Angel. Los Leute, Angeln ist eh schon nicht spannend genug. Aber dann können wir wenigstens mal was beißen. Los. Da plätschert doch alles, nimm. Okay, das war schlechtes Timing. Komm, ein Fisch möchte ich noch. Komm. Ja, das zum Thema verzauberte Angel. Aber gut, damit kann ich denn die Angel wieder auf jeden Fall heile machen und kann damit meine Möhre dranhängen. So, dann gehe ich gerade schlafen. Hier den Fisch rein. Soll ich dich jetzt einsperren oder haust du sowieso wieder ab? Nein! Komm, geh in das Loch. Geh in das Loch. Ich bin wahrscheinlich gleich diejenige, die in dem Loch liegt. Er will nicht. So. Dann so. So, Fisch. Her damit. Ein Erfolg noch am Ende. Muss ich den abdecken? Dass da einer drunter ist. So. Was kann ich hier noch ein bisschen aufräumen? Jetzt habe ich noch einen gebratenen Fisch. Ein Stück Fleisch. Vielleicht das Brot mal essen. Den packe ich erstmal weg. Oh, ich habe hier so viel Zeugs, ne? Das weg, das weg, das weg. Erde kann ich auch mal wiederholen, so. Dann haben wir hier noch das verrottete Fleisch. Die nehme ich mit. Knochen brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Also ich muss jetzt zwangsweise eh nochmal wieder rein. Ich brauche noch mehr Schnüre für einen Bogen. Oder ein gnädiges Skelett. Karotte. Das schon mal da dran. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das geht. So nicht. So nicht. So. Okay, dann habe ich die schon mal parat. Dann gucke ich mal, ob ich in der nächsten Folge den Sattel noch ein Schwein finde, was ich reiten kann. Gut, damit beende ich diese Folge. Ein Erfolg noch gemacht. Was war es denn jetzt? Das muss ich gerade überlegen.
Der Fisch war's. Wo ist es? Da ist es. Fange und brate einen Fisch. Alles klar. Habe ich gemacht. Hier fehlt die Bahn. Jetzt brauche ich auch irgendwo noch Diamanten. Okay, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.